Einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch mal das Ressort vorstellen. In einem meiner Filme, also wie ich nach hier gekommen bin, habe ich ja so ein bisschen gezeigt von den Zimmern. Die werde ich hier nochmal einblenden. Und das Gelände ist relativ groß. Ich war zuerst in diesem Reihenbungalow, sage ich mal. Da hinten, das sind 2, 4, 6 Parteien sind da. Und da war eben halt die Aussicht nicht so schön. Einmal hatte man hier zum Garten. So, jetzt kriegen wir das Zimmer gezeigt und ich lasse mich mal überraschen. Jetzt bin ich ja schon mal gespannt. Man weiß ja von den Bildern in den Hotels, das sieht immer top aus und dann war es flop. Es ist nur ein 3-Sterne-Hotel, also da kann man nicht viel erwarten. Aber wenn es mal 1500 Baht gekostet hat, das ist ja schon eine Nummer. Klein. Nein, ich finde es idyllisch. Ein Bett ist okay, sieht aus. Wir haben eine Aircondition. Und was ich noch toller finde, eine richtig geile Aussicht hier auf Fischerboote. Was haben wir hier? Nichts drin. Da müssen wir noch ein paar Bier für kaufen. So, und jetzt gucken wir mal Badezimmer. Ich meine Standard, also was so ist, dass man, also wenn man auf der Toilette sitzt, dann gleich im Feuchten mit den Füßen auch sitzt. Aber ist sauber. Ich muss sagen, ist sauber, der Geruch ist angenehm, ist auch okay. Also ich habe ja unter 1000 Baht, unter 27 Euro am Tag das ja gemietet. Hier sehen die Apartments von hinten aus und das war hier die Aussicht. Das sind noch einfache Fischer. So wie es aussieht, leben die auch hier in den Hütten. Relativ einfach gestaltet. Jetzt nehme ich euch mal mit zur Rezeption und vorne ist auch noch ein Restaurant und ein Swimmingpool ist da. Sieht ganz nett aus. Ich muss sagen, alles ist tiptop sauber, gepflegt, aber eben halt schon ein bisschen abgenutzt. Hier kommt man an den Häusern von den Fischern vorbei. Da hinten ist die Information und linker Seite, da frühstückt man. Rechts und links sind kleine Bungalows in der ersten und zweiten Reihe. Und ich hatte mir ja einen genommen in der vorderen Reihe. Und da war jetzt gerade ein Angebot. Ich bezahle jetzt, glaube ich, 1300 oder 1400 Baht. Ich meine 40% oder 50% Rabatt zu dieser Zeit. Also den Preis kann man nicht ja wirklich nennen, weil er sich ja ändert von der Saison aus. Da können wir schon erahnen, da ist der Pool. Da jetzt die Leute frühstücken, ist es hier absolut ruhig. Bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, hier zu baden. Das will ich heute Abend oder beziehungsweise morgen nachholen. Ich habe so viel zu tun, da alles zu filmen. Ja, und hier hat man direkt das schöne Meer. Was jetzt da draußen auf dem Meer schwimmt, das sind alles Blätter. Das ist der Küstenabschnitt zur Westseite hin. We'll be right back.
Was mir aufgefallen ist, wie wir hier hingekommen sind, dass es wirklich noch Urwald bis zur Straße runter gibt. Das haben wir in Samui an sehr, sehr wenigen Stellen. Und viele haben auch im Internet geschrieben, Kuchang ist so 20, 30 Jahre zurück in der Entwicklung. Ob das eine positive Entwicklung ist, ist eine andere Sache. Es sieht noch urtümlich aus und es gefällt mir so, dass ich beabsichtige, Ende des Jahres für eine längere Zeit nach hier zu kommen, wenn in Samui die Regensaison ist. Hier liegen normalerweise die Kissen. Das wird nachher alles vorbereitet. Da liegt jetzt alles noch innen drin im Restaurant. So, und das ist die Kanaleinfahrt, die ja im Film mit der Drohne schon gezeigt worden ist. Ja, hier liegen überall Kissen über den Tag. Da kann man dann drunter sich hinlegen im Schatten. Ja, das sieht doch toll aus. Und da hinten fängt das kleine Fischerdörfchen an. Also ich muss sagen, ich meckere nicht darüber. Es ist ein 3-Sterne-Hotel. Frühstück ist minimalistisch, funktioniert. Ich bin sowieso nicht der große Frühstücksmensch. Und die Anlage ist soweit okay. Die Unterkunft, der kleine Bungalow, den zeige ich euch gleich noch. Ja, ich habe mir einen kleinen Bungalow genommen. Der sieht innen drin genauso aus wie in dem ersten Apartment, was ich hatte. Und nur im hinteren Bereich, Bad, da würde ich die Note 2 Sterne geben. Also das gefällt mir nicht, wenn ich auf der Toilette sitze und sitze da mit den Füßen oder stehe da mit den Füßen im Duschwasser, weil das ein großer Raum ist. Das machen leider die Thais sehr gerne. Und es sind keine Haken da, um irgendwie ein Handtuch aufzuhängen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Da würde ich also jedem raten, das würde ich demnächst auch machen, in ein Shoppingcenter reinzugehen oder 7-Eleven und dort Klebehaken kaufen, damit man wenigstens die kleinen Handtücher, Badetücher, alles sowas aufhängen kann. Das soll es gewesen sein vom Resort Coral Resort hier auf Koh Chang. Hab nicht mehr erwartet eigentlich für den Preis. Coral Resort ist in der Mitte von Koh Chang und heute werde ich mal den ganzen Süden abfahren. Da sind einige Sehenswürdigkeiten und morgen geht es dann in den Norden. Ja, meinen kleinen Bungalow, den möchte ich euch nicht vorenthalten, zumindest von außen. Innen drin sieht es dementsprechend aus, wenn man eingezogen ist als Urlauber. Das ist er. Und das ist die Aussicht. Ich habe sogar hier vorne eine kleine Sitzecke, wo man abends sitzen kann. Und, im linken Bereich, da wo die zwei kleinen Inseln sind, den Sonnenuntergang zu genießen. Ja, das soll es gewesen sein, ganz kurz meine Unterkunft hier. Bin soweit zufrieden. Für 3 Sterne kann man eigentlich nicht mehr erwarten. Die Preise sind über das Jahr sehr unterschiedlich. Bis zu 50% Rabatt gibt es da auch saisonbedingt. Ja, vielleicht sehen wir uns Ende des Jahres hier. Denn bei mir steht jetzt fest, ich werde da so 3 Wochen, 4 Wochen möchte ich gerne hier auf Koh Chang bleiben. Und da könnten wir zusammen mal ein Bierchen trinken. Okay, tschüss.